Der nächste Redner ist Dr. André Berghecker für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, der Antrag, der gerade eingebracht wurde oder vorgestellt wurde, der veranlasst mich noch mal zu einer Bemerkung. Man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, lieber Herr Kindler, aber ich glaube, wir sollten bei der Sachlage bleiben. Und ich versuche das mal für unsere Fraktion zumindest zu beschreiben. Im Kern geht der Antrag, denke ich, wie Sie es richtig beschrieben haben, von zwei Punkten aus. Punkt 1, die zurzeit noch beim Bund verbleibenden Anteile an der Deutschen Telekom AG sollen veräußert werden an die Kreditanstalt für Wiederaufbau, die KfW Bank. Und der zweite Punkt ist der, dass mit den Verkaufserlösen mit einer noch zu gründenden staatlichen Gesellschaft der Breitbandausbau angeschoben werden soll. Das sind die beiden Kerninhalte. Wir sind ja sogar in der Situationsanalyse durchaus einer Meinung, nur der Weg, wie wir das Ziel erreichen, unterscheidet sich deutlich. Zwei Gedanken dazu. Der Bund hält aus meiner Sicht grundsätzlich an der Strategie fest, dass die Deutsche Telekom AG privatisiert wird. Das Zweite ist, dass Deutschland sich natürlich sputen muss, bewegen muss und in die digitale Zukunft investieren soll. Der Breitbandausbau ist zu beschleunigen, da sind wir völlig einer Meinung. Das ist eine der wesentlichen Voraussetzungen für den wirtschaftlichen Erfolg in unserem Land. Aber wir sollten die beiden Grundsätze oder diese beiden Gedanken nicht vermischen. Als Haushälter wissen Sie, dass es einen haushalterischen Grundsatz der Gesamtdeckung gibt. Das heißt, spezielle Einnahmen darf ich nicht für spezielle Ausgaben benutzen. Da kann man ruhig andere Begriffe wie den Vermögenstausch verwenden. Aber es gilt die Gesamtdeckung. Und Einnahmen sind für die Gesamtdeckung, für die Erfüllung aller staatlichen Aufgaben vorzusehen. Jetzt aber im Einzelnen zur Privatisierungsstrategie, was Mitte der 90er Jahre durch den Börsengang und mit der Werbung von Manfred Krug, wir erinnern uns noch alle, anfing und in vielen Schritten fortgesetzt worden ist, hat jetzt einen Zwischenstand erreicht. Derzeit ist der Bundesanteil an der Deutschen Telekom AG bei rund 32%, aufgeteilt an den eigentlichen Anteilen des Bundes und den Anteilen der KfW Bank. Natürlich wird immer wieder nach weiteren Möglichkeiten der Privatisierung gesucht und daran geprüft. Aber die Kapitalmarktsituation muss berücksichtigt werden, die wirtschaftliche Situation der Telekom und natürlich die Interessen des Bundes. Stichwort ist hier die Netzsicherheit. Und deswegen glaube ich, ein Verkauf komplett an die KfW darf nicht übers Knie gebrochen werden. Außerdem als Anmerkung ist das gar keine echte Privatisierung, denn die KfW wird natürlich wirtschaftlich dem Bund zugerechnet. Das steht außer Frage. Aber selbst bei einer echten Privatisierung sollten wir einige Gedanken berücksichtigen. Wenn wir ein Drittel des Aktienbestandes der Telekom AG an den Markt bringen, sorgt das natürlich für Unsicherheit. Im Zweifel bewegt sich der Aktienkurs nach unten, und das wollen wir vermeiden. Wir müssen umsichtig handeln, Schritt für Schritt, und unsere Strategie zur Privatisierung der Telekom fortsetzen. Punkt 2, zur Investition in den Breitbandausbau, das anzustrebende Ziel. Selbst bei Ihrem Fachgespräch Ihrer Fraktion vor einigen Wochen oder Monaten zu diesem Thema ist, glaube ich, eines deutlich geworden, dass die Forderung nach einer Gründung einer Breitbandgesellschaft, formuliere ich es höflich, keine überwiegende Resonanz gefunden hat. Ich stelle auch noch in Frage, ob überhaupt eine staatlich zu gründende Gesellschaft den Innovationsschub, die Innovation, die Dynamik auslöst, wie wir es gerade in diesem Themenfeld benötigen. Ich glaube nämlich, dass neue Marktstrukturen und die Gründung von Gesellschaften ein Risiko bergen, dass der Markt lahmgelegt wird für mehrere Jahre. Und das können wir uns in diesem Themenfeld überhaupt nicht leisten. Und deshalb glaube ich nämlich, dass diese Zwischenlösung, so nenne ich es mal, wie wir sie anstreben, und zwar die Förderung der Vectoring-Technologie und der Breitbandausbau im Wege des Glasfaserausbaus, den Fortschritt bringen, den wir jetzt brauchen. Überall Glasfaser wäre ja wünschenswert. Überall Glasfaser wäre ja wünschenswert technisch, gar keine Frage. Aber das ist doch realistischerweise kurzfristig nicht zu erreichen. Und deswegen, glaube ich, brauchen wir diesen sinnvollen Schritt. Viele von uns waren noch die letzten Wochen im Verkehrsministerium bei der Übergabe der Förderbescheide, entweder für die Untersuchungskosten oder für die Baumaßnahmen bei der Breitbandförderung. Und genau da haben wir doch gesehen, dass staatliche Subventionen in dieser Situation, wie wir sie jetzt fortfinden, das beste Mittel ist, um den Breitbandausbau voranzubringen. Individuelle Situationen und der Sachstand vor Ort wird berücksichtigt. Wirtschaftlichkeitslücken in den unterschiedlichen Modellen werden vor Ort geschlossen. Und als ausdrücklicher Vertreter des ländlichen Raums, der ländliche Raum wird so gut wie möglich erschlossen. Und weiße Flecken im Sinne der Breitbandversorgung werden geschlossen.
Und wir können doch auch sagen, dass das Förderprogramm, was seit geraumer Zeit in der Welt ist, 4 Milliarden Euro für dieses Themenfeld bis 2020, das kann sich doch nun wirklich sehen lassen. Lassen Sie mich doch ausreden. Und dieses Förderprogramm, diese 20 Milliarden, die sind natürlich, das ist natürlich geplant am potenziellen Bedarf. Und es ist vor allen Dingen durch die Finanzplanung abgesichert und es ist nicht auf eventuelle Verkaufserlöse angewiesen. Und deswegen denke ich, die Dynamik in dieser Legislaturperiode, noch nie haben wir so viel da gemacht wie jetzt, die stimmt mich positiv. Lassen Sie uns diese Strategie Schritt für Schritt weiter verfolgen. Und deswegen empfehle ich, den Antrag der Grünen abzulehnen. Vielen Dank, Dr. Berghecker. Next.